Ich sag mal, wissen sofort, das ist nicht von Gott, sondern von Menschen, die das nicht wissen. Ne, wie zum Beispiel, was Gott zuerst geschaffen hat. Ne? Und diese Reihenfolge von der Schöpfung, das kann nie stimmen. Weil ohne Sonne gibt es kein Leben. Ne? Und dann, wenn man liest, so, wann Gott hat die Sonne geschaffen, wann hat er Licht geschaffen, wann hat er Wasser geschaffen, wann kommt das Leben, das kommt irgendwie durcheinander. Ne? Und dass wir, darum, wir sagen, wenn die Bibel weiter aufrecht geblieben wäre, die Tora auch, hätten wir keinen Koran gebraucht. Aufgrund dessen, dass diese Menschen diese Bibel und diese Tora gefälscht haben, ja, Gott, zweites. Gott hat gesagt, jetzt schicke ich euch, was unverfälschbar ist. Und das war der Koran. Und das ist so interessant, dass die Geschichten so von unserer Kirche und vom Islam ist so identisch. Irgendwie. Ja, vielleicht haben sie das davon. Sehr interessant. Aber eben, man kann auch, es gibt auch keine Fehler dazu sagen im Buch Mormon. So, ja, das müssen wir ja noch nachgucken. Weil so 12 Millionen Mitglieder gibt es im Moment und alle haben dieses Zeugnis bekommen durch den Heiligen Geist. Und alles, was vom Heiligen Geist bestätigt wird in unserem Herzen, das ist ja eigentlich Inspiration. Ja, sehen Sie, das Buch Mormon, Mormon kommt zwischen die Christen, um die Christen wieder zur Vernunft zu bringen, sozusagen. Das ist für die ganze Welt. Für die ganze Welt, aber ja, auf jeden Fall spezialisiert erstmal zwischen die Christen, weil das ist in Amerika und Amerika sind meistens Anglikanen und hier Christen. Und er kommt, um das zu bestätigen, dass dieses Buch von Gott kommt, Jesus Christus Buch, Bibel. So. Er will das bestätigen. Wenn ich um die Bibel zu bestätigen, ja. Zweites Zeugnis Jesu Christi haben. Genau. Ja, okay. Aber sehen Sie hier, vergleichen Sie das mit dem Koran. Zwischen welchen Menschen ist das gekommen? Zwischen Menschen, was für Art von Menschen ist der Koran gekommen? Zwischen welchen Menschen? Zwischen ungläubigen Götzendiener. Mörder, Verbrecher, Alkoholiker, das letzte Ende der Gesellschaft waren die Araber und der Islam kommt zwischen diesen Menschen mit einem Buch, mit einem Propheten von der Wüste, ne? Und er sagt hier, ich bringe euch eine Glaube, was euch von Finsternis ins Licht bringt, und das ist der Koran, und das, womit sie ihren Gelder verdient haben, mit diesen Götzen. Stellen Sie sich vor, so was, wie viel, genau, das hat die gereizt. Und dann auf einmal haben sie 360 Götter zerstört und an einen Gott geglaubt, den sie nicht, überhaupt nicht gesehen haben. Bis jetzt sehen wir ihn nicht. So, und auf einmal, das ist für mich ein Wunder. Ne? Aber wenn ich jetzt bei Ihnen komme und Sie sind zum Beispiel Mormon oder ich bin Katholik und sage hier, Sie müssen daran glauben, haben Sie fast schon die Glaube wie ich, bis auf ein paar Einzelheiten. Bleiben hängen und dann brauche ich nur das klären, da sind Sie Katholik oder so, oder ich bin Mormon oder so. Aber wenn Sie jetzt von ganze Gesellschaft jetzt ändern, und jetzt haben wir über 1,5 Milliarden Menschen auf der Erde, und da werden sie immer mehr, und verschiedene Nationalitäten, und in den modernsten Sprachen der Welt wird übersetzt, und trotzdem durch diese Übersetzung glauben die Menschen weiter. Und dann nicht nur das, sondern lernen sie auch die arabische Sprache, und sie lesen Arabisch besser als die Araber selbst. Ne? Das ist für mich ein Wunder. Darüber kann ich reden, aber wenn ich sage Tabak, hat Franz Josef gesagt, oder was Joseph Smith gesagt hat, Tabak ist schädlich für den Körper, und habe ich jetzt festgestellt, auch das ist für mich eine Prophezeiung. Das stimmt mit meinem Verstand nicht überein, ne? Das kann ich nicht akzeptieren. Ich kann vielleicht haben Sie das eine... Das Größte ist einfach das Buch Mormon selbst, eben. Das ist das. Ja, wie? Größte. Wo welche Stelle? Wenn das Buch Mormon nicht stimmt, dann fällt die ganze Kirche. So, wenn Joseph Smith nicht ein Prophet war, dann würde es auch unsere Kirche nicht geben. Also genau so, wenn könnte sie geben, aber das kann in jeder Religion passieren, wenn sie sagen, jetzt die genau. Nein, muss nicht sein. Das kann vielleicht er war Christ, er war gläubig, er war, was weiß ich, aber hat er nicht gewollt, was sie jetzt wollen, zum Beispiel. Oder hat er nicht gelehrt, was sie jetzt lernen oder was sie gelernt haben nachdem. Gibt es viele Religionen, dessen Inhaber haben überhaupt nicht das gesagt, was jetzt zum Beispiel die Menschen, die Anhänger von diesen Religionen berichten. So was wie ein Hanafi. Hanafi bei uns, Abu Hanifa, das ist ein Schulleiter gewesen und ist gestorben. Nach 7 Jahren kam sein Freund, hat über ihn berichtet. Hat schon ganz anders lernen. Ne, und das kann nicht angehen, dass er irgendwas gesagt hat. Konnte er nicht bestätigen, er war schon tot. Ne? Und die sagen, ich bin Hanafi, ich gehöre diesem Mann. Das kann man nicht erzählen. So, was ich auch noch, was ich wichtig finde, Adam war der Prophet. Ja. Und so, wir haben gesagt, Gott ist immer der gleiche, also das früher gleich und jetzt gleich. Und so, Gott hat immer einen Propheten gesandt, eben um die Wahrheit wiederherzustellen.
und wieder dieses Volk, das im Unglauben verfallen ist oder die Propheten getötet hat, um die also wieder aufzubauen. So eben, das ist für mich auch was. Da wir können wissen, dass es einen Prophet immer noch gibt. Wieso hat Prophet plötzlich, wieso gibt es plötzlich keine Propheten mehr? Sind jetzt alle, sind wir alle unwichtig, die jetzt hier leben? Nein. Müssen wir uns nur noch an diese Schriften halten? Wofür ist Prophet normalerweise? Prophet ist dafür da, um die Menschen zu orientieren, um die Menschen zu erleuchten zu bringen. So. Solange das ist ein Buch, das macht, braucht man keinen Prophet. Prophet kommt, um ein Buch zu erklären von Gott. Ein Gottes Message, ein Gottes Botschaft. Er muss das irgendwie für die Menschen erklären, weil das ist ein Gotteswort. Ein Gotteswort ist vollkommen und wir sind unvollkommen. Brauchen wir einen vollkommenen Menschen, um das Gotteswort übersetzen zu können. Dafür war Mohammed da, er hat das übersetzt. Er hat das uns erklärt. Und dann brauchen wir nicht ein neues Buch mehr. Und dafür brauchen wir auch keinen Prophet mehr. Weil die Lehren sind. Genau, weil diese Lehre ist unendlich. Diese Lehre ist unendlich. Und dann, Gott hat das auch gewusst, mit Sicherheit hat das gewusst, dass wir uns, auch wie er gesagt hat, entwickeln werden mit unserem Verstand, mit unserem Denken. So, wir werden uns entwickeln. Und das passt auch den Koran an, was wir sind. Jetzt zum Beispiel, wenn Sie einen Ingenieur den Koran gibt, er kann nicht darüber lachen. Oder ein Arzt oder ein Professor. Der wird nie sagen, das ist irgendwie Quatsch. Ganz im Gegenteil, der kann sagen, oh, das stimmt mit dem, was ich weiß. Obwohl, dass ich denke, dass ich ein Professor bin, aber da bin ich ein Schüler. Ja, genau. So. Und daher denken wir, oder nicht denken wir, Gott hat das bestimmt, dass es kein Prophet ist, sondern man muss dann kommen und brauchen. Er sagte zu ihnen, du bist der beste Prophet und der letzte abschließende Prophet. Das heißt, Mohammed sagt, nach ihm kommt kein Prophet mehr. Das ist unser Glaube.